Wir beginnen mit der Selbstmassage. Dazu reibe deine Hände . Klopfe deinen Schädel ab. Drücke ihn. Und dann mach kreisende Bewegungen. Genauso wie beim Friseur. Lockere deine Kopfmuskulatur. Und wenn du hinten am Schädelkamm bist, dann massiere deinen Schädelkamm richtig gut aus. Dort sind meistens sehr viele Verspannungen. Wenn man den ganzen Tag am Computer sitzt, ist man da auch wirklich sehr verspannt. Dann vertikal wieder ausrichten. Dann horizontal von oben nach hinten. Und geh wieder vor bis zu deinem Schädelkamm und massiere ihn einfach nochmal aus. Dann vertikal wieder ausrichten, sodass es einigermaßen wieder passt. Dann die Stirn aufziehen. Auch hier haben wir immer sehr viele Verspannungen. Dann machen wir den Eisenbahnergriff. Wir bewegen die Hände entgegengesetzt nach unten und nach oben. Wir fangen einfach in der Mitte an, bewegen uns zur einen Seite und gehen dann zurück zur anderen Seite. Und dann wieder zurück zur Mitte. Ziehe die Stirn wieder auf. Lege deine Hände in die Augenhöhle neben der Nasenwurzel an und streiche deine Augenbrauen auf. Das machen wir dreimal. Und dann kreisen wir die Augenpunkte. Das sind so kreisrunde Vertiefungen gleich neben den Außenkanten von den Augenknochen. Kreise deine Schläfen. Und dann klopfe um das Auge herum. Zweimal in die eine Richtung und zweimal in die andere Richtung. Dann klopfe dich nach hinten, klopfe deinen Nacken auf. Dann zieh deinen Nacken auf.
Klopfe deine Schultern auf. Und zieh deine Schultern auf. Ziehe deine Spannung richtig gut raus. Dann verschränke deine Hände am Hinterkopf und bringe dein Kinn Richtung Brustbein. Zieh dein Trapezius auf, so weit wie es angenehm ist. Und dann richte dich langsam wieder auf und streiche nochmal deine Schultern aus. Okay.